Hi Simone, hi Jürgen. Hallo. Wie geht's euch? Gut, ja. Super. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit für mich genommen habt. Heute geht's um euer Unternehmen, die Werbealm. Und hierzu hätte ich ein paar Fragen. Ihr habt innerhalb der Branche ja ganz schön für Aufsehen gesorgt. Ja. 30 Mitarbeiter in 3 Jahren und ein stetiges Wachstum ist ja nicht ganz so selbstverständlich. Wie habt ihr damals den Mut aufgebracht, euch selbstständig zu machen? Also den Mut haben wir eigentlich deswegen aufgebracht, weil bei unserem alten Arbeitgeber es einige Veränderungen gab. Nach und nach wurden es immer mehr und am Schluss war es einfach nicht mehr mit unserem Wertesystem in Einklang zu bringen. Wir haben nicht mehr hinter dem gestanden, was wir machen mussten. Und da uns der Job an sich immer sehr viel Spaß gemacht hat, wollten wir schon innerhalb der Branche bleiben und es gab keine Alternative jetzt mit unserem alten Arbeitgeber und deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir uns selbstständig machen. Und ja, im Grunde wollten wir es ja am Anfang erst nur zu zweit machen, wir wollten beide verkaufen gehen und es hat sich dann so ergeben, dass Mitarbeiter von Jürgen dann auch mitgeben wollten und die Sache mit uns zusammen anfangen wollten. Und so ist es eigentlich entstanden, dass wir Mitarbeiter bekommen haben und dass die Werbealm eigentlich so schnell auch so gewachsen ist. Ja. Und es ist auch so, dass die Leute, die mit uns gegangen sind und auch jetzt immer noch nachkommen, dass die einfach auch Spaß an der Sache haben und dass natürlich viel Energie, positive in unser Unternehmen einfließt und uns dadurch auch so erfolgreich macht. Simone, dann hätte ich da gerade noch eine Zusatzfrage, weil du ja gerade erwähnt hast, so die Werte haben nicht mehr mit euch übereingestimmt. Was sind deine persönlichen Werte, deine persönlichen Prinzipien, die du selbst für dich persönlich verfolgst, beziehungsweise auch so mehr oder weniger für dein Unternehmen? Auf jeden Fall was mit Handtaschen zu tun. Ja, genau. Na, also was uns, was glaube ich, da kann ich für uns beide sprechen, was uns sehr wichtig ist, ist zum einen die Familie, dass wir einfach sehr viel Zeit zusammen verbringen mit unseren Kindern und auch mit Freunden, das ist uns sehr wichtig und einfach die Freiheit, die uns die Werbeeinheit gibt, im Privaten wie auch im Beruflichen. Es ist so, dass wir auf der Werbeeinheit natürlich die Freiheit haben, all unsere Ideen verwirklichen zu können. Wir sind immer bemüht, besser zu werden und gucken, was kann man einfach noch besser machen, was kann man anders machen, wie machen erfolgreiche Unternehmen was auch zu uns passen könnte. Da haben wir halt sehr viel Freiheit und was uns auch wichtig ist, ist, dass wir diese Freiheit auch an unsere Verkäufer weitergeben können. Also wir kommen ja nun mal beide auch aus dem Verkauf, haben den Verkauf beide geliebt und wir wissen auch, ich glaube, das ist auch so was uns vom Wettbewerb ein bisschen unterscheidet, ist, dass wir beide als Junior-Verkaufsberater und haben uns unseren eigenen Kundenstamm aufgebaut. Und wir wissen, was Verkäufer brauchen, um ihren Job gerne zu machen. Wir möchten ihnen zum einen diese Plattform und die Basis bieten, dass sie erfolgreich sind. Und wir möchten auf der anderen Seite ihnen die Freiheit lassen, dass sie sich da in ihrem verkäuferischen Talent auch wirklich verwirklichen können. Das ist natürlich so eine Sache, viel Freiheit bedeutet auch viel Verantwortung. Also unsere Verkäufer kriegen von uns wirklich alles, was ihnen den Rücken frei hält, um gut zu arbeiten. Aber sie sind auch eigenverantwortlich tätig. Wir haben jetzt keine Strukturen in der Führung, die uns einen Haufen Geld kosten und die unsere Verkäufer überwachen. Bei uns ist es so, dass wirklich jeder Verkäufer für sich selbst verantwortlich ist. Die Leute wollen alle erfolgreich sein bei uns und Geld verdienen. Und diese Freiheit haben sie. Aber sie haben auch die Verantwortung, die Ziele, die mit uns vereinbart wurden, zu erfüllen. Und das Schöne ist, dass eigentlich es eher so ist, dass die Ziele überschritten werden, als dass wir Probleme haben, dass jemand seine Ziele nicht erfüllt. Ja, also eigentlich unterm Strich ist Freiheit ein ganz großer Punkt in unserem Wertesystem, in jeder Hinsicht. Ja. Super, das hört sich doch toll an. Jetzt Jürgen, an dich eine Frage, und zwar als Startup-Unternehmer in der heutigen Zeit, das ist ja immer sehr schwierig, Anschluss zu finden bzw. auch sich zu positionieren. Musstet ihr euch Kapital beschaffen für euren Start oder wie habt ihr das angestellt? Ja, Kapital mussten wir uns nicht beschaffen. Das war ja ursprünglich, Simone hat es gerade erklärt oder erzählt, nicht so geplant, dass wir mit 30 Leuten starten, sondern wir wollten eigentlich am Anfang zu zweit
unsere Kunden betreuen und fertig. Und von daher wäre, wäre der Aufwand nicht so groß gewesen. Das hat sich der finanzielle Aufwand nicht so groß gewesen. Das hat sich erst ergeben, als dann Mitarbeiter gesagt haben, sie würden mitgehen oder sie möchten mitgehen, egal wo wir hingehen, was für mich was Besonderes war. Und erst dann haben wir angefangen zu überlegen, wie bauen wir denn eine Struktur auf. Wir brauchen dann CRM-System, wir brauchen Preisblätter und so weiter. Das war ja alles im Vorfeld gar nicht so gedacht. Und haben wir dann das gebaut und von daher haben wir die Werbung langsam wachsen lassen. Und von daher war überhaupt kein großes Startkapital nötig oder überhaupt kaum Startkapital nötig, weil das sukzessive aufgebaut worden ist. Und mit den Kosten sind ja immer die Gewinne gestiegen und von daher ist das überall einhergegangen. Zusätzlich haben wir dann, würde ich jetzt mal sagen, im Nachhinein betrachtet, relativ gute finanzielle Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel machen wir mit Factoring. Das ist so, dass wenn man mir, um das zu erklären, wenn man mir etwas in Rechnung stellen, geben wir das an unseren Factoring-Partner weiter, an unsere Bank. Und die übernimmt diese Rechnung, bezahlt uns am nächsten Tag sofort das Geld aus. Also es kostet uns im Grunde im Kontobereich, also kaum, also keine große Summe, sagen wir es mal so. Und so ist es gegeben, dass wir mir im Grunde das Geld schon haben, bevor wir das überhaupt bei unseren Lieferanten bezahlen müssen. Und dadurch, dass wir so hohe Umsätze haben und jetzt mittlerweile einfach ein gutes Standing bei unseren Lieferanten, haben wir hohe Zahlungsziele und so weiter und extrem hohe Rabatte, würde ich jetzt einmal sagen. Ich versuche zwar immer noch mehr, aber ich glaube, wir sind schon nah am Anschlag zumindest, also recht viel geht nicht mehr. Wobei es das ja immer behaupten alle miteinander, aber jetzt mittlerweile glaube ich es ja. Ja, und so hat sich das ergeben, dass wir eigentlich nie, also dass wir nie rote Zahlen geschrieben haben, aber dafür auch kein großes Kapital brauchten. Super. Die nächste Frage geht an dich, Simone, und zwar, was ist so die USP von der Werbealm? Was macht euch besonders im Gegensatz zu anderen? Puh, ja, also ich würde sagen, dass... alles. Ja, vieles zumindest, ja. Also wir versuchen, also zum einen würde ich sagen, die Kollektion, die wir sind wirklich sehr, sehr trendig in dem, was wir in unsere Kollektion, in unsere Hauskollektion bringen. Wir sind wirklich ständig auf Messen, wir haben ständig Kontakt zu Lieferanten, suchen neue Lieferanten. Wir sind wirklich sehr, sehr schnell, was Trends angeht. Wir haben eigentlich den Anspruch, die Ersten zu sein, die einen Trend in den Werbeartikelbereich bringen und vor allem auch zu fairen Preisen. Wir sehen uns jetzt nicht im Wettbewerb mit anderen Direktvertrieblern, die auch zum Kunden gehen und Werbeartikel verkaufen. Exklusiven Direkt. sondern wir sehen uns eigentlich eher im Wettbewerb mit dem Internet. Mhm. Unsere Kunden sollen einfach, wenn einer unserer Verkäufer da war und sie gucken danach nochmal im Internet und sehen die Preise vom Internet, sollen sie sich einfach gut betreut fühlen. Ich meine, wir sind natürlich etwas teurer als das Internet, aber wir haben die Möglichkeit durch gute Einkaufspreise, dass wir wirklich den Aufschlag, den wir draufschlagen auf unsere Artikel, dass der wirklich fair ist und nicht überzogen. Das heißt, die Leute kriegen die neuesten Trends, eine super Qualität. Wir haben wirklich überhaupt keine Artikel, die nicht TÜV, DEKRA, ROS-Zertifikate haben. Das sind alles wirklich hochwertige Artikel. Und die sind zu Preisen, wo wirklich jeder Unternehmer sagt, okay, für die Beratung und den Service, den wir bieten, ist das ein Top-Preis. Das ist das, ja. Man muss ja dazu sagen, dass wir besondere Verpackungen haben, ja, also dass genau. Das nicht so ist, wie man das glauben mag, dass das so Umweltkartons sind, sondern das sind auch Präsentverpackungen. Und man muss vielleicht auf diese Veredelung nochmal erklären, weil uns das im Grunde von unseren Mitbewerbern unterscheiden. Die Mitbewerber erzählen immer, dass die Veredelung im Grunde erfunden haben und die einzigen sind, die das bewerkstelligen können. In der Wahrheit, das habe ich erst erfahren müssen, als ich weg war von unserem neuen Arbeitgeber, in Wahrheit ist das eben nicht so. Denn unsere Großlieferanten, wir machen ja nur Dropshipping, bei denen wir veredeln lassen, haben ungefähr 20 mal so viele Maschinen wie die größten im Direktvertrieb, was ja klar ist, weil die jeden Trend bedrucken müssen und auch die Veredelungsart ein Trend ist. Digitaldruck auf Kunststoffartikel und so weiter, das sind wir ganz, ganz besonders, Doomings und so weiter, all das können wir anbieten, weil es unsere Großhändler anbieten können. Mhm.
Ja, also Kartonagen sind auch immer wirklich ein wichtiger Punkt für unsere Kunden halt auch. Was uns noch abhebt von Wettbewerb ist, dass wir Beschaffung machen. Das heißt, wenn unsere Verkäufer beim Kunden sitzen, ist es so, dass wenn ein Kunde sagt, ja, ich habe das und das mal gesehen oder das konnte ich mir gut vorstellen, habt ihr das in der Kollektion? Und wir haben es nicht in der Kollektion, ruft der Verkäufer bei unserem Innendienst an und innerhalb kürzester Zeit, 5 bis 10 Minuten, kriegt er aufs iPad das Angebot mit Bild, Staffelmengen, Preisen, weil wir angeschlossen sind an das größte Werbeartikel-Sortiment, was es gibt weltweit. Und wir können auf alle Lieferanten zugreifen, wirklich während der Verkäufer beim Kunden sitzt. Das heißt, unsere Verkäufer gehen nicht beim Kunden raus, weil sie irgendwas nicht beschaffen können oder nicht in der Kollektion haben. Wir beschaffen alles. Wir haben wirklich super Druckartikel zu Top-Preisen. Mittlerer Umgeber. Ja. Ja, und das ist ja stolz drauf sein, ja. Und außerdem haben wir wirklich super Druckartikel zu einem total marktüblichen Preis, den wir anbieten, weil jeder Unternehmer ja Blöcke, Visitenkarte, Umschläge, alles Mögliche sowieso braucht und das kann man auch über uns beziehen. Das heißt, für unsere Kunden ist es super, dass wir einen Ansprechpartner für alles haben. Wir haben Fashion, einen eigenen Fashion-Katalog mit Endpreisen drin, die für die Verkäufer halt auch nicht verwirrend sind. Die sehen sofort auf einen Blick, was kostet ein Shirt mit Bestickung. Ja, insgesamt sind wir einfach von dem Spirit, der bei uns in der Firma so ist, ein guter Laden. Jeder macht das, was er macht, gerne und wir haben viel positive Energie, die einfließt. Alle haben Lust drauf, erfolgreich zu sein und ich glaube, dass dieses Familiäre, das kommt einfach gut an. Super, genau, dann hätte ich das zum nächsten Mal nochmal nachgehakt. Super, Sione, vielen Dank. So, Jürgen, ihr seid ja schon für einige Startup-Preise vom Jahr nominiert und das zeigt ja auch, dass ihr Erfolg habt. Wo soll jetzt noch die Reise bei euch hingehen? Was habt ihr geplant? Ja, also vermutlich machen wir das jetzt so 2-3 Jahre und dann verkauft man die Würstchen, oder? Ja, genau. Nein, natürlich nicht. Das hoffen wir. So ein Endziel gibt es eigentlich gar nicht. Wir haben ja nie geplant, in dieser Geschwindigkeit und in dieser Dimension zu wachsen. Unser ursprüngliches Ziel war, in 10 Jahren 10 Verkäufer zu haben. Das haben wir dann nach ein paar Monaten erreicht. Und jetzt müssen wir die Ziele neu definieren. Letzten Endes geht es uns darum, dass wir ein gutes Leben haben und unsere Verkäufer ebenso ein gutes Leben haben. Und wenn das in 5 oder 10 Jahren 40 Außendienstler bedeutet, dann freue ich mich, wenn es 20 sind, freue ich mich genauso. Und auch wenn wir nur zu zweit wären, würde man nicht verhungern müssen. Also auch damit könnte man gut leben. Es ist ein Familienunternehmen. Simone und ich hängen mal zu 50-50 die gleiche Zeit und Energie rein. Und ich denke, also unser Ziel ist es, an unsere Söhne zu übergeben. Wir haben 2 Söhne, 5 und 3 sind die. Und das ist eigentlich unser Endziel ist es an unsere Söhne, der Bennett. Das ist gerade eine lustige Anekdote am Rande, den wenn man heute fragt, was er mal werden möchte, dann sagt er, wir Kugelschreibervertreter. Ich glaube, das wird er einmal. Ja, genau. Schaut ja schon ziemlich gut aus für die Zukunft. Ja. Schauen wir mal, ob er was los wird. Super, vielen Dank. Ja. Ihr beiden, das war es dann auch schon von meinen Fragen. Vielen, vielen Dank für die Zeit, dass ihr die euch genommen habt. Gerne. Und dann wünsche ich euch weiterhin noch super viel Erfolg. Genau, nächstes Jahr wieder. Genau.